Für jede Party geeignet, das Zitronendessert Lemon Posset nach englischer Art. Von der Zitrone aus der Zitrone und wie man das macht, das zeige ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Dieses erfrischende Löffeldessert ist kostengünstig und kommt mit wenigen Zutaten aus. Für 6 Portionen benötigt ihr 3 Zitronen, oder 4, wenn es Bio-Zitronen sind, dann kann eine für den Zitronenabrieb genutzt werden, 180 ml Wasser, 120 ml Zitronensaft, 150 g Zucker, 30 g Maisstärke, 100 g Kondensmilch, 3 Eigelb, einen halben Teelöffel Zitronenabrieb und 50 g weiche Butter. Die Hauptarbeit besteht darin, das Fruchtfleisch aus den Zitronen herauszuholen. Mit einem Esslöffel geht das aber relativ einfach. So sehen die ausgehöhlten Zitronen dann aus und können erstmal beiseite gestellt werden. Neben dem Fruchtfleisch habe ich auch noch 2 Zweige frische Pfefferminz aus dem Garten geholt. Das Fruchtfleisch muss jetzt kräftig ausgedrückt werden, damit auch reichlich Saft zur Verfügung steht. Wie ihr seht, ist das mit dem Löffel relativ mühselig, deswegen habe ich dann auf einen Kartoffelstampfer zurückgegriffen. Und so habe ich dann meine 120 ml Zitronensaft bekommen. Kleiner Tipp, nehmt frische Zitronen, die noch genug Saft enthalten, damit ihr auch wirklich auf 120 ml kommt. Dann kann die Maisstärke schon mal in der Hälfte des Wassers aufgelöst werden, die andere Hälfte gebt ihr in den Topf. Alle weiteren Zutaten außer Butter werden jetzt zu handwarmem Wasser dazugegeben. Das Wasser darf noch nicht kochen, weil sonst entstehen Klümpchen. Dann alles zusammen aufkochen und eindicken lassen. Schließlich noch die Butter hinzu, alles gut verrühren, bis sie aufgelöst ist und dann alles bei Zimmertemperatur erkalten lassen. Jetzt füllt ihr die Creme in die vorbereiteten halbierten Zitronen. Im Kühlschrank darf das Dessert jetzt noch 2 Stunden ruhen und dann kann es weiter ausdekoriert werden oder ihr lasst es einfach so. Ich habe hier noch ein paar Erdbeeren gehabt und habe sie dekorativ dazu getan. Weitere Dessertideen findet ihr hier oben in meiner Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.